Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem weiteren Video hier bei Cardomania. Wir haben uns heute mal überlegt, ihr kennt sicherlich das eine Video von uns, wo wir geschaut haben, wie viel macht Gewicht aus. Das gleiche machen wir heute mal mit dem Reifendruck, weil das auch immer ein interessantes Thema ist, wie viel da der Unterschied ist. Bevor wir da jetzt loslegen, abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Es sind immer noch ein Großteil unserer Zuschauer keine Abonnenten. Tut euch nicht weh, uns tut super gut, wenn ihr einfach auf Abonnieren klickt. Von daher, lasst uns nicht viel Zeit verlieren. Wir starten direkt durch. Wir fangen einmal an mit 1 Bar Reifendruck, 1,5 Bar Reifendruck. Das ist hier Standardwert und 2 Bar. Und wir gucken mal, ob weniger vielleicht sinnvoller ist oder mehr. Von daher, let's go. So Leute, 1 Bar haben wir jetzt schon mal in den Reifen drin. Wenn ihr mal ungefähr seht, wie das ist, also 1 Bar ist schon relativ wenig. Also der Reifen knickt schon gut ein. Sorgt natürlich in Kurven dafür, dass wir mehr Auflagefläche haben. Verspreche ich mir vielleicht ein bisschen mehr Traktion in den Kurven daraus. Aber Höchstgeschwindigkeit haben wir zu viel Fläche, dann wird wahrscheinlich nicht so viel gehen. Aber wir gucken einfach mal, was jetzt dabei rauskommt oder nicht. Wir fahren 2 gezeitete Runden jeweils. Und dann füllen wir nach. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier direkt in der Einführungsrunde ein bisschen Temperatur auf die Reifen kriegen. Weil sonst wird es hier gar nichts. So. Okay, also so in den Kurven muss ich ehrlich sagen, fühlt es sich okay an, aber ich habe jetzt gerade keinen aktuellen Vergleichswert. Deswegen schauen wir mal. Und rein hier in die erste. Oh ja, hier, das klappt ganz gut. Ja, das so wie ich gesagt habe. Hier habe ich gefühlt jetzt wirklich schönen Druck auf die äußeren Räder, weil da viel Auflagefläche ist. Die Kurve ist auch okay. Die Streckenverhältnisse sind jetzt noch nicht so 1A, würde ich sagen. Es ist noch relativ kalt in der Halle. So, rein da, jawohl. Okay, ja, ja. Auf jeden Fall viel Gequietsche von den Reifen. Das ist so auch nicht üblich. Weil das quietscht ja gefühlt in jeder Kurve. Ja, ich weiß nicht. Gespaltene Meinung gerade, ob es gut ist oder nicht. Also ich würde sagen, Traktion auf der Vorderachse ist auf jeden Fall gut. Und hinten auch. So. Wir schauen mal. Also Vorderachse war okay, hinten aus den Kurven raus war es wirklich super. Ja, ja, machen wir mal kurz aus, weil sonst rollt er nämlich die ganze Zeit nach vorne. Also Vorderachse, Tim, war okay. Aus den kurz engen Ecken kommt er jetzt wirklich gut raus. Aber Höchstgeschwindigkeit ist jetzt, naja, obenrum nicht mehr so viel, würde ich sagen. Jetzt machen wir mal unsere Standardeinstellung rein, sprich 1,5 Bar und wollen mal sehen, wie es dann ist. Tim, hast du schon eine Zeit gesehen? Ich habe vorher schon die Uhrzeit, habe ich mal gesehen, aber ich habe es noch nicht eingeblendet. Okay. Wir können gleich mal zusammen drauf schauen. Also man muss auch sagen, tatsächlich die Strecke, wir haben jetzt hier Streckentemperatur, hier in der Halle 16 Grad. Das ist für, ja, es ist ein bisschen arg kalt, um hier innerhalb von 2 Runden schnelle Temperaturen auf die Reifen, achso, ich brauch's ja nochmal, auf die Reifen zu kriegen. So, wir merken uns, 33,8 war die schnellste Runde in Runde 2. Wir gucken weiter, 1,5 Bar. Und ich bin jetzt schon außer Puste, ey. Unglaublich. Und jetzt. So. Und los geht's. So. Ja, also hier fühle ich mich jetzt, ja, das fühlt sich auf jeden Fall besser an.
oder was heißt besser an, gewohnter, weil so fahren wir ja immer. 1,5 ist schon, ja, hat irgendwie, keine Ahnung, es läuft flüssiger, Gefühl. Der Motor muss nicht so gegen die höhere Auflagefläche ankämpfen. Aber mal gucken. Ah, leicht an der Bande berührt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Untersteuern. Also sprich, das Kart schiebt jetzt viel mehr über die Vorderachse. Und tut meine Lenkbewegung weniger umsetzen aktuell. Also sprich, ich lenke nach rechts oder links und das Kart geht eher nach gerade durch weiter. Ah, das war jetzt zu viel übersteuern. Boah, nee, das. Die Runde ist weg. Das war einfach ein Fahrfehler. Ah, nicht gut, Leute. Nicht gut. Mann, 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 Mann. Nee. Deutlich, deutlich mehr untersteuern. Also, das waren wirklich zwei richtig schlechte Runden. Ich habe in beiden Runden jeweils zwei Kurven verkackt, aber egal, wir lassen es jetzt mal so stehen. Was deutlich spürbar ist, ist, dass das Kart mehr untersteuert, weil halt die Vorderräder weniger Auflagefläche haben. Das macht dann schon echt was aus. So, gut, wir brauchen hier frische Luft. Tim, was sagt die Zeit? War das beides mal eine 34er? Ja, so hat es aber auch angefühlt. Also, ich bin einmal, habe ich die Bande berührt. Das kostet vielleicht ein Zehntel, aber auch so von der Geschwindigkeit her, vom Gefühl in den Kurven war es jetzt deutlich langsamer. Also, ich habe übelst viel Untersteuern gehabt. Übersteuern ging eigentlich. Übersteuern ging eigentlich, aber so vom Abzug her war es ein bisschen besser gefühlt. Also obenrum, die Geschwindigkeiten hat er besser gezogen. Aber gut, wir schauen jetzt mal, was 2 Bar machen. Bei 2 Bar haben wir jetzt natürlich noch weniger Auflagefläche auf dem Reifen. Bedeutet, ich kann mir vorstellen, noch weniger Fläche und damit noch weniger Traktion. Aber mal schauen. Hast du hinten links überhaupt gemacht? Hä? Hast du hinten links gemacht? Ja, ja, direkt am Anfang. Okay. Ja. So, 2 Bar. Boah, also. Da spürt man jetzt sogar schon direkt, oh, die Bodenwellen viel mehr. Also, oh, Alter. Aber der Abzug oben rum ist auch wieder mehr gefühlt. Aber ich merke schon, oh, 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 oh. Also, oh. Boah, Alter. Ey, das ist echt, boah. Oh, nee, das ist, Alter. Das ist jetzt wirklich, der rutscht über alle 4. Also es ist eine Mischung aus Unter- und Übersteuern in einem. Boah, da geht, boah, junger Vater. Das, auf geht's. Ja, gut, Scheitelpunkt erwischt. Hier auch. Bis raus an die Wand. Oh, ja, hier kommt er so quer.
Also ich glaube, das ist die langsamste Runde. Aber irgendwie die spaßigste, ich weiß nicht. Boah, ja, hier kam er jetzt komplett. Auf geht's. Nee. Also, nee. Es macht auf jeden Fall Spaß, aber Traktion ist hier fehl am Platz. Traktion hat er nicht. So. Fazit, mein Gefühl war es, das war das Langsamste. Was sagst du? Wir haben ja 34,347, aber ich glaube, der hat auch nur eine Runde gezählt. Echt? Weil dann die Zeit fertig war. Warum war die Zeit dann weg? Ja, ja. Aber es war 34,347, was war das davor? 34,35. Ah, also auch nicht viel schneller? Nee. Okay, ja gut, stimmt, ich hatte bei den 1,5 Bar, hatte ich ja schon gesagt, habe ich einfach Fahrfehler gehabt. Also man muss sagen, bei den jetzigen Bedingungen tatsächlich, kalte Halle, kalter Boden, Reifen, die noch nicht so auf Temperatur kommen, ist es eigentlich logisch, dass mehr Auflagefläche mehr Traktion bringt. Das hat man gesehen, wir sind 33,8. 33,884. 33,8 sind wir gefahren. Ja. Mit weniger Reifendruck bei kalten Bedingungen macht es deutlich mehr Sinn, weil durch den weniger Reifendruck hast du einfach viel mehr Fläche, die auf dem Boden haftet. Somit kommst du besser durch die Kurven. Ich bin mir sicher, wenn die Strecke warm ist, ist 1,5 die beste Option. 2, würde ich sagen, ist, wenn man Spaß haben will, weil man hat echt, man rutscht über alle 4. Man hat Untersteuern, man hat Übersteuern. 2 Bar ist zu viel des Guten, weil man einfach zu wenig Auflagefläche auf die Strecke bringt. Daher, ja, zeigt sich eigentlich, 1,5 ist das Beste. Ich bin mir sicher, wir werden mit der Zeit, wenn es hier wärmer wäre und wir ein paar Runden mehr hätten, wären wir an die Zeit von dem 0,1 Bar oder mit dem 1 Bar, wären wir da rangekommen. Aber durch die Kälte lieber weniger Bar und bei Wärme lieber mehr. Ich glaube, der Hauptpunkt ist auch, dass das jetzt jeweils nur 2 Runden waren. Wenn du jetzt hier mehr Runden fährst, dann wird dein Reifen bei 1,5 Bar natürlich auch mehr warm, ja, ja, und klebt dadurch auch wieder besser. Ich brauche jetzt hier auch wirklich, dadurch, ich meine, wir haben hier 16 Grad in der Halle, draußen sind 24, da merkt ihr mal, was hier so für ein Unterschied ist. Weil die Halle hier ist wie ein Kühlschrank vom Prinzip her, die speichert die Kälte oder auch Wärme sehr gut. Von daher braucht es immer ein bisschen über den Tag, dass die Strecke auch warm gefahren wird. Aber so mal für euch eine kleine Einordnung. Heute war 1 Bar die schnellste Option mit 3,8 Sekunden, dann 34,3 mit 1,5 und einer schlechten Runde tatsächlich, muss ich mir eingestehen, da bin ich zu oft angeeckt, und dann mit 2 Bar ungefähr die gleiche Zeit. Aber die spaßigste auf jeden Fall. Gut, soviel zu dem Video. Denkt an das, was wir am Anfang gesagt haben, abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video und ich würde sagen, macht's gut.